Süßes oder Saures, danke. Süßes oder Saures, danke. Süßes oder Saures, danke. Süßes oder Saures. Hey! Fies! Haben wir etwas Falsches gesagt? Nein, 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 nicht hier, Sparky! Überall, aber nicht hier! Tja, Zeit zu gehen! Meine Blumen sind Spaghetti! Sparky! Sämtliche Ponys wissen, dass ich von Pasta... Der kleine Drache macht wahnsinnig schmackhafte Nudeln. Ich sollte gehen. Nicht mal ein Erdbeer-Swirl-Smoothie kann mich heute Abend aufheitern. Ich will doch nur einen richtigen nächtlichen Gruselnacht-Spuk-Albtraum. Pip, die Nacht ist noch jung. Wer weiß schon, welcher Spuk hinter der nächsten Ecke noch auf uns lauert. Bitte. Erdponys erkennen keinen Spuk, selbst wenn... Wie ich bereits gesagt habe, Erdponys und Einhörner müssen noch eine Menge lernen, um spuktakuläre Vibes zu erschaffen. Ich meine, zuerst braucht man ein verlassenes Haus mit super knarrenden Bodenbrettern. Dann muss es jede Menge Spinnenweben geben. Oh, gut. Diese dummen Ponys haben den Drachen bei sich. Nun hol ihn für mich, Misty. Er besitzt das Drachenfeuer, das ich benötige. Und Misty? Enttäusche mich nicht. Oder sonst. Und die Musik sollte ungefähr so klingen. Oh, Verzeihung, das wollte ich nicht. Oh, schon in Ordnung. Bis dann. Ein echtes Geisterhaus? Genau davon habe ich die ganze Zeit gesprochen. Kommt schon, Ponys. Das hier ist exakt, was wir brauchen. Bereit für den Spaß? Sparky, warte. Bleib bei Pip. Denkt ihr, in dem Haus wird's dunkel sein? Du wirst doch keine Angst im Dunkeln haben, oder, Sheriff? Wer? Ich? Nee, um keinen Huf. Bleib einfach an meiner Seite, Izzy. Ich beschütze dich. Sparky, es ist so dunkel. Ich sehe ja nicht mal meine Hufe. Sparky, Sparky, wo bist du? Pip hatte recht. Das macht Spaß. Ja, genau so, kleiner Drache. Bring uns das Drachenfeuer. Wir warten auf dich. Hier lang. Ist das Knoblauchbrot? Misty, konzentrier dich. Oh je, der haut einen ja regelrecht um. Hol mir diesen Drachen, Misty. Verstanden? Oder du kannst deinem Schönheitsfleck schon mal auf Wiedersehen sagen. Meint ihr das ernst? Seht euch diese Spinnenweben an. So aus der Mode. Nicht wahr, Sparky? Oh nein. Sparky? Sparky! Seht mal, Ponys, ich stecke hier fest. Jetzt, Misty, los! Nach all den vielen Monden ist das Drachenfeuer endlich in meinem Besitz. Worauf wartest du noch? Schnapp ihn dir! Alles muss man selbst in die Hufe nehmen. Das ist kein gutes Zeichen. Oh nein! Keine Sorge, Opaline, ich krieg ihn. Sparky, warte! Schaltengang runter! Ich finde mein kleines, süßes Drachenbaby nie wieder. Oh, hey, Sparky. Warte, was? Oh, Huf sei Dank. Lasst uns abhauen. Habt ihr Pony Sparky gesehen? Nö, aber... Sonny... Ist total spuktakulär! Drei Tickets bitte. Pip sagte, es wäre spuktakulär. Was auch
hab ich nur getan. Hey, ho! Denn ich bin ja nicht allein. Freunde! Was ist passiert? Du bist explodiert und aus dir kam ein Haufen... Glitzer! 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 Na, habt ihr Ponys eine Ahnung, wie spät es ist? Warte, was? Der ganze Glitter wird meine Mähne austrocknen! Entschuldigt, Ponyfreunde, aber meine Ellihorn-Magie macht, was sie will. Ich kann sie nicht kontrollieren. Vielleicht brauchst du nur ein magisches Wort. Etwas, das dein inneres Ellihorn herauslockt. Oh, wie wär's mit einem Motto? Wie Flügel hoch oder flieg los? Oh, ich hab ne Idee. Ellihorn aktivieren. Ellihorn aktivieren? Da muss man noch dran arbeiten. Mit diesen kleinen Flügelchen kommst du sonst nirgendwo hin. Izzy hat recht. In so einem Zustand kann ich keinem Pony helfen. Mach dir keine Sorgen, Sunny. Alles, was du brauchst, ist ein neuer Look. Ein perfektes Ellihorn-Makeover. Wir brauchen helle Strähnen, dunkle Strähnen, Hufglitter, Huflack, eine Gesichtsbehandlung und den Lockenstab. Bist du dir sicher? Oh, das bin ich. Sie braucht das volle Programm. Wenn man einfällt, bleibt man hier. 5, 6, 7, 8. Hier wird jede Nacht zum Tag gemacht. Leuchtet hell, funkelt und glüht. Trag die Mähne, dass es jeder sieht. Gefühle sind wichtig. Jedes Pony zeigt sie hier richtig. Et voilà. Ich glaube, es hat nicht geklappt. Wow, Pip, du bist gut. Jetzt bin ich dran. Schön positiv denken. Immerhin verdeckt die lange Mähne deine winzigen Flügel. Nö, nö, nö. Es geht um weit mehr als nur die Mähne. Ihr vergesst die Inspiration. Und es gibt nichts Inspirierenderes als ein kleines bisschen Gefahr. Hiermit werden deine Ellihorn-Fähigkeiten direkt aktiviert. Da wäre ich mir nicht so sicher. Worum geht's überhaupt? Bist du sicher? Es schreit nach Spaß! Der Verzweiflung. Das schaffst du doch mit links. Pff. Befreien wir erstmal dein Gesicht von der Mähne. So sieht die Frisur schon viel. Wird wohl reichen. Achtung! Fertig! Los! Eine schöne Mähne. Sip, was sollte das werden? Wieso? Ist doch schon viel besser als vorher. Wir brauchen einfach einen besseren Verwandlungsspruch. Wie wär's denn mit Puftastisch, Männistisch, Kandeliziert, Fabulous? Wir könnten auch ein neues Ellihorn-Outfit ausprobieren und Accessoires. Vielleicht fehlt dem Hindernisparcours etwas Feuer. Was hältst du davon, Sunny? Das Ganze war ein kompletter Reinfall. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Pip hat mir alles erzählt. Geht's dir gut? Außer mir entwickelt sich jedes Pony unglaublich schnell weiter. Irgendwie sitze ich fest. Du hast allen Ponys geholfen, an Magie zu glauben. Jetzt wird es Zeit für dich, deiner eigenen zu vertrauen. Die in dir drin. Danke, Hitch. Wenn die Sache nur so einfach wäre. Oh, oh nein, die Fohlen! Komm schon, Sunny, du schaffst das! Diese Fohlen brauchen dich!
muss ich nur noch rausfinden, wie ich das Glitterverteilen abstelle. Ich weiß, dass du das auch hinkriegst. Wo liegt denn das Problemchen, Nachbarin? Ich gehe der Sache mal auf den Grund. Oh? Oh. Nicht jetzt, Einhornhäschen. Mein Hunger verlangt nur nach Gerechtigkeit. Sheriff Hitch hier, wie können wir Ihnen helfen? Hitch, das ganze Obst! Es ist weg! Was? Bleib dran, Sunny! Sheriff Hitch? Sie sind verschwunden! Keine einzige ist noch übrig! Was ist weg? Sind Sie noch da? Hitch hier! Hören Sie überhaupt zu! Es hing an der Wand! Dieses Gemälde war unbezahlbar! Sekunde, gleich sind Sie da! Hallo? Hallo? Hitch, hast du kurz Zeit? Wie soll ich das machen? Scheint, als wärst du ein wenig angespannt. Du solltest dir dringend einen neuen Deputy suchen. Ich habe alles unter Kontrolle, Sip. Außerdem arbeite ich lieber allein. Es gibt nur einen perfekt gestriegelten Sheriff hier, der die Lage im Griff hat. Mich. Das Verbrechen wartet nicht auf Ponys. Viel ist verschwunden in unserer Stadt. Ich halte fest, was es damit auf sich hat. Hitch ist auf der Spur, das ist offenbar. Ein paar Schritte nur und der Fall ist klar. Kriegen werden wir den Täter sowieso. Er stellt sich super schlau an. Nur wer und wo? Hitch wusste, es war die Tat eines kriminellen Superhirns. Doch irgendwie würde er die Punkte schon verbinden. Die Femme. Für einen super Zitrus-Smoothie würde ich jedes Pony verhaften. Wow, das nenne ich praktisch, wann ich den wohl mitgebracht habe. Merkwürdig. Wirklich lecker, aber merkwürdig. Achtung, Verbrechen! Hitch wird dich dingfest machen. Smoothiebecher? Sonnenbrillen? Das vermisste Gemälde? Oh, bin ich das kriminelle Superhirn? Hey, Hitch, ich wollte... Kannst du mir mal erklären, warum du da drin hockst, Kumpel? Ich bin erledigt, Zip. Hier, nimm die Schlüssel und finde einen neuen Sheriff. Irgendwas brachte Hitch zum Durchdrehen. Er trabte bereits einen dunklen Weg entlang. Hitch, sind das nicht all deine Lieblingssachen? Das riecht nach einer Verschwörung und einem super Zitrus-Smoothie? Du scheinst da was auf der Spur zu sein. Sip, ein helfender Ruf? Oh, also brauchst du doch etwas Hilfe. Du hattest recht. Ich brauche wohl einen neuen Deputy. Guter Plan. Schnapp sie dir, Sheriff. Ihr habt mich durch die ganze Stadt gejagt, doch am Ende seid ihr mir ins Netz gegangen. Wollt ihr was zu eurer Verteidigung sagen? Moment, ihr habt die Sachen für mich gestohlen? Ich fühle mich geschmeichelt, aber ihr könnt nicht rumrennen und Sachen stehlen. Ihr habt eine Menge Gesetze gebrochen, genau wie etliche Hygienevorschriften. Bringt bitte alles zurück. Yeah.
Ich hätte euch nicht ignorieren sollen. Doch, ihr baut Verbrecher, also macht ihr alle zusammen einen Abstecher. Es ist am Leben. Mein Monster lebt. Da ist Frankensteins Monster! Ich frage euch nur einmal, wer von euch hat meine Sonnenbrille? Alle Ponys mir nach! Wunderschön, was du aus dem Zimmer gemacht hast, Sis. Wow, das ist heftig. Fangen wir mit dem ersten verdächtigen Pony an. Was hast du zu sagen, Hitch? Erinnerst du dich an heute Morgen am Strand, Sheriff? Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Schade, dass ich meine Sonnenbrille auf der Wache ließ. Ich sollte einfach deine Clown, Sip! Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ein neuer, heller, sonniger Tag in Maritime Bay. Wieso musste ich auch meine Sonnenbrille auf der Wache lassen? Du hast sie auf der Wache gelassen, wirklich? Mhm, und außerdem brauche ich keine Sonnenbrille, um das Problem mit deiner Theorie zu sehen. Toller Spruch, der war richtig gut. Okay, okay, doch was ist mit dir, Pip? Natürlich, wir sind Schwestern und da hast du sie dir geliehen, ohne zu fragen. Gib sie mir zurück und wir vergessen das Ganze einfach. Warum sollte ich deine Sonnenbrille nehmen, Sip? Die ist doch überhaupt nicht mein Stil. Erinnerst du dich? Nutzen geht über Mode und Geschmack. Du warst so aus dem Häuschen wegen deinem brandneuen automänischen Glanz- und Shampoo-Automat. Die perfekte Frisur in nur 2 Minuten. Schnell, gib mir die Sonnenbrille! Aber du hast gesagt, die wäre außer Mode. Weißt du, Sip, manchmal geht Nutzen über Mode und Geschmack. Erzähl niemals einem Pony, dass ich das gesagt habe. Schon gut, ich habe mir die Brille einmal geborgt. Doch nur, weil ich in der Klemme steckte. Wieso sollte ich sie stehlen? Ich habe doch selbst eine Menge davon. Nun, und wie sieht es bei dir aus, Sunny? Du machst die Smoothies in der Sonne, da brauchst du... stimmt. Dann bleibt nur noch... Sie? Natürlich, sie hat ständig gemessen. Bevor du sie gestohlen hast, wolltest du überprüfen, ob meine Sonnenbrille dir passt. Nö. tja... Weißt du, Sip, die Sache ist die, also... Ablenkungsmanöver! Izzy, stopp! Wow! Schluss jetzt, Izzy. Davontraben bringt nichts. Regeln wir es auf die sanfte Tour, oder... Hier für dich, Sip. Ich hoffe, es gefällt dir. Für mich? Oh, einfach unglaublich. Ich habe die Sonnenbrille nicht geklaut, sondern nur deine Maße genommen. Nur so konnte ich deine neue Sille machen. Verstanden? Sips Brille. Sille. Oh, vielen Dank, Iv. Cool. Eklig. Das beste Geschenk überhaupt. Ich liebe es. Hab sie wohl gefunden. Entschuldigt. Ich repariere sie.
Amateur! Soll das ein Witz sein? Aber das war doch lustig, oder? Oder? Ich hoffe, allen Ponys geht es gut und sie können sich richtig entspannen. Hitch? Sunny? Izzy? Was ist hier los? Was ist hier passiert? Okay. Nur keine Ponypanik. Ich bin sicher, es gibt eine vollkommen logische Erklärung. Ich brauche nur einen Moment zum Nachdenken. Wer ist bereit für eine Wellness-Party? In diesem Zustand sieht, wird sie sicher. Pip? Erzähl mir, was passiert ist. Sämtliche Details von Anfang an. Okay, ich habe alle Ponys zu mir ins Main Melody zu einem umwerfenden Spa-Tag eingeladen. Sie waren hin und weg davon und tiefenentspannt. Alles war einfach perfekt. War etwas im Essen oder im Trinken? Vielleicht war ja was im seltsamen Schminkzeug. Quatsch, die Sachen sind nicht seltsam. Baby Cloud Puff! Warte! Was ist das? Das? Oh, meine brandneue, natürliche, fabelhaft fruchtige Gesichtsmaske. Und wieso leuchtet die? Oh, oh. Naja. Du hast eine Gesichtsmaske aus magischem Glitter gemacht? Ich wusste nicht, dass er magisch ist. Und wie verwandeln wir sie zurück? Sunny, nicht beißen! Komm schon, Pip, du kriegst das wieder hin. Das ist total dein Ding. Denk nach, in der Maske sind Zutaten, die einen jünger machen. Aber möglicherweise kann ich sie ja mit einer Mischung von anderen Zutaten altern lassen. Sip, ich habe eine Idee. Ich mach das. Es waren einmal zwei Schwestern, die verschiedener nicht sein konnten. Doch obwohl sie unterschiedliche Dinge mochten, extrem unterschiedliche Dinge, waren ihre Gegensätze das, was ihr Leben so spaßig machte. Oh, solche Geschichten hast du mir früher auch erzählt. Die Schwestern reisten gemeinsam durch ganz Equestria. Hey! Wow, ich fühle mich wirklich jünger. Oh, das ist ja unglaublich. Ich muss all meinen Freunden hiervon erzählen. Probiert unbedingt das Spa aus. Wow, ihr zwei seht total fertig aus.
Wie wäre es, wenn ihr euch beim Entspannen auch eine von den Gesichtsmasken gönnt? Ganz ruhig, Ponys. Es ist eine Bettdecke. Ja, meine Bettdecke. Danke, Izzy. Auf jeden Fall bin ich jetzt super traumatisiert. Hoffentlich kann ich noch Schlaf finden. Du musst nur die Augen schließen, Pegaschafe zählen und... Glitter, 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 Glitter. Ja, ja, Glitter, Glitter. Oh, ja, ja, Glitter. Glitter, Glitter, Glitter. Singt gleich am frühen Morgen. Ja, da. Oh. Aufwachen. Wir haben nicht mal geschlafen. War das mein Diadem da? Alles ist ruiniert. Sunny, du musst etwas unternehmen. Izzy wird zur absoluten Albtraum-Mitbewohnerin. Sicher nur so schlecht gelaunt, weil sie nicht viel nicht geschlafen haben. Und wo ist denn meine Zahnbürste? Hey, Sunny! Du hast echt tolle Ohrenreiniger! Oh ja! Aha, meine Ohren haben noch nie so minzfrisch geduftet! Okay, wir müssen etwas tun. Aber Izzy direkt darauf anzusprechen, ist viel zu unangenehm und beschämend. Oh, fragen wir Hitch. Er hat sicher eine Lösung. Ja, er erlebt ständig unangenehme und beschämende Situationen. Ich kann euch eigentlich nur empfehlen, ehrlich zu Izzy zu sein. Als ein Pony des Gesetzes kann ich euch sagen, dass Ehrlichkeit im Grunde immer das Beste ist. Hey, geht das auch leiser? Ich versuche hier etwas Ruhe zu finden. Einen Moment, ja? Oh, das ist aber reizend. Mein Lieblingstee. Danke, Hitch. Und entschuldigt die Störung vorhin. Ein wenig Aufmerksamkeit bewirkt manchmal Wunder. Ah. Was soll ich davon halten? Ihr habt mir eine Kiste besorgt. Ich liebe Kisten. Bestes Geschenk aller Zeiten. Izzy, das ist eine Schachtel und dein Geschenk ist da drin. Jetzt musst du unsere Sachen nicht mehr benutzen. Denn irgendwie ging einem das auf die Nerven. Hey, Ehrlichkeit ist immer am besten, oder? Oh, wenn das so ist, will ich diese Geschenke gar nicht. Ehrlichkeit! Ich habe Selfies beim Frühstück gemacht, so wie Pip. Hab mich frisiert wie Zip und die Ohren geschoppt wie Sunny. Ich habe noch nie mit Freunden zusammen gewohnt. Ich wollte so gern dazugehören. Wären wir nur von Anfang an ehrlich gewesen. Izzy, du musst deshalb nicht versuchen, dich an uns anzupassen. Denn du bist perfekt, wie du bist. Oh, großartig! Denn sich anzupassen ist, ziemlich anstrengend. Ich will nur kurz...
arbeiten daran.